Jo, herzlich willkommen oder Hallihallo, Hallöle oder Mäh, oder Nein! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Ecto Wolle und der Aberdeen. Ja, guck sie, hier ist wieder die Susi. Wir reden heute nämlich wieder, oder ne, ja, wir reden wieder mal wieder über irgendetwas. Aber und zwar diesmal über den Verbunds- oder Olymp- oder Clan oder. Ich komme da drauf einfach nicht mehr klar, was das für ein Krieg gerade ist. Auf jeden Fall zwischen jetzt mittlerweile zwischen Line-Up und dem Poseidon. Nee, gar nicht. Oh, Entschuldigung. Und dem Olymp-Familie. Wie komme ich auf Olymp-Familie? Ich zeige es hier mal eben kurz bei den Allianzen. Wir haben. Wo ist denn Poseidon? Das Poseidon ist auf 8 sogar schon. Bei Poseidon steht nicht Poseidon Main und dann steht hier Familie Olymp. Also, das bedeutet. Olymp ist jetzt eine Familie und ist kein Verbund mehr. Und Line-Up läuft da jetzt drauf. Ich glaube jetzt sogar auch komplett. Weil, das habe ich im Forum gelesen. Nein, ich habe was im Forum gelesen. Ja, ich bin dazu gekommen. Nein. Nein, wie kannst du nur im Forum lesen? Also und zwar hat der Bruno 5 was zu im Forum geschrieben. Und der hat nämlich neueste Info an die Community. Das scheint, okay, hier das die kündigen. Ich überlese das hier mal alles mal ein bisschen halt. Hier könnten dann irgendwelche schlimmen Beleidigungen stehen, wie zum Beispiel NEIN! Und hat er hier noch nicht geschafft, dass die Zeit alleine kriegen, hat sich jetzt noch der BE-Clan und Ragnars Déjà-vu und so weiter jetzt auch noch mit eingemischt. Da habe ich jetzt noch mal kurz noch mal nachgeguckt. Und zwar hat hier der Wattnat da von innen geschrieben. Gerade Kumpel gehört, dass BE und Ragnars Déjà-vu den Olymp auf Rot gestellt haben. Kann das einer bestätigen? Dazu hat hier der Gaminator geschrieben, der übrigens auch Videos macht auf YouTube. Wenn ihr jetzt aber nicht verlinken, aber ihr findet ihn einfach, glaube ich, wenn ihr auf YouTube Gaminator eingibt. Kurz mal hier so kleine Werbung für ihn. Er hat geschrieben, hier hat Bestätigung. Also der O. Oh, nee, gar nicht. Ach oh, Mann. Line-Up läuft jetzt auf die Olymp-Familie. Also so der Stand der Dinge. Und die näheren News also dafür, nee, ach Mann. Auf jeden Fall Susi im Livestream vom Samstag nochmal gesagt, lasst doch auf jeden Fall, noch, wir könnten auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil ja auch der, komme ich nochmal ins Forum zurück, ja, weil, wo ist denn das olle Thema von denen? Aber nicht das olle, hier, die Nervtöter, das hatten wir, das hat ja die Susi ja im Livestream vorgelesen und hat gesagt, dann könnten wir ruhig ja nochmal darüber reden, weil die Nervtöter haben ja News zu Olymp VS Royal. Ich glaube, ich schreibe einfach, aber die haben noch Olymp VS Lineup und nicht heißen. Ach, ist auch egal. Okay, Susi, jetzt kannst du anfangen, darüber zu reden. Nach 3 Minuten. Ach, bin ich toll. Nein! Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir hatten gerade schon so schön kontrovers diskutiert, ja, wie das denn eigentlich so kommt, wenn so ein Krieg entsteht. Ich meine, es schaukelt sich ja immer so auf, ne? So einer macht einen Angriff, jetzt noch ein ganz normales 1 zu 1, man will vielleicht einfach einen Ruhm sammeln oder ja, Offs loswerden im Moment. Der andere, der denkt sich, boah, der hat mich angegriffen, dem zeige ich es jetzt aber, mit mir macht er das nicht, dann läuft er mit zwei Angriffen zurück. Ja, und der Erste, der denkt sich wieder, boah, ich habe nur einen Angriff gemacht, der kommt mit zwei zurück, das so geht es nicht und da renne ich jetzt nochmal drauf und ich zünd dem alle Burgen an. Ja, und das schaukelt sich ja so auf, ja, und dann wird es immer mehr und man kommt irgendwie gar nicht mehr runter. Ja, jetzt ist ja natürlich die Vorweihnachtszeit. Sebastian hat auch Nein! schon gesagt, ja, jetzt ist ja so das Fest des Friedens und die Stadezeit, Ja, ne? das habe ich gar nicht gesagt, das Fest des Friedens und die Stadezeit. Ich habe dir gesagt, es ist doch, also ich finde es einfach doof, dass zum Beispiel auch schon irgendwo, ich habe, sie schreiben jetzt nicht ganz genau im Kopf, also beziehungsweise kann ich jetzt nicht ganz genau nach, aber ich habe es auf jeden Fall irgendwo halt gesehen, aber es ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, dass da irgendwo auch gesagt wurde, wir werden das bis zum nächsten Jahr durchziehen. Und da habe ich einfach gesagt, dass ich es schade finde, dass halt über Weihnachten da halt auf jeden Fall die, schön, jetzt kriege ich hier gerade ach egal, irgendjemand schreibt mir was. Hör auf zu schreiben, Handy! So, dass irgendjemand, also dass da halt einfach, dass einfach weitergeklopft wird, weil ich finde natürlich gerade, ich denke mal über die Weihnachtszeit, über, also Heiligabend, ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag. Finde ich es kacke, wenn da im Spiel
Beispiel Aktionen sind, weil da die Menschen auch auf jeden Fall Zeit für sich und ihre Familie brauchen und die auch einfach nehmen sollten und zum Beispiel nicht abgelenkt werden dadurch, dass da irgendjemand auf irgendwas draufläuft. So meine ich es. Ha! Super. Ja, schön gesagt, ne? Aber wenn ich gerade eben schon diskutiert, weil ich meine, man könnte ja die ganze Dings noch meinte halt, Susi, ja, es gibt auch Leute, die ja zum Beispiel auch frei haben. Von daher halt, ich würde einfach mal sagen, über die Feiertage ist es doof auf jeden Fall, finde ich. Wenn da halt irgendwie was halt passieren würde und die sich halt bekriegen würde. Klar, es gibt Spieler, die dann zum Beispiel sagen, ja, ich bin dann halt nicht da, ich habe ja quasi genügend Geld oder so. Gibt es ja. Und es gibt aber auch Spieler, die sagen, ich habe die Kohle aber nicht. So müsste ich ja quasi schon fast da sein. Und das ist dann immer schade halt für die Leute, die halt nicht wirklich viel Kohle haben, da halt aber trotzdem halt denken, ich muss aber irgendwie sitzen, weil ich möchte ja doch nicht so ganz, das ist meine Burg oder so. Würde ich das einfach schade finden, wenn die einfach ihre Zeit mit ihrer Familie nicht verbringen könnten. Weil sie zum Beispiel dadurch durch so einen, belanglosen Krieg kann ich jetzt nicht sagen, das ist doof halt, aber wenn sie zum Beispiel durch ein Spiel halt dadurch halt festgehalten werden, was sie einfach gerne oder aus Leidenschaft spielt. Ich sag's mal einfach mal so, ohne irgendwas von Sucht oder sowas zu erzählen. La. Aber wenn man halt die ganze Zeit vor dem PC sitzt und zockt, anstatt die Zeit mit der Familie und im richtigen Leben zu verbringen und die Zeit einfach mal zu genießen, wenn man auch mal frei hat. Ja, genau, das hat einfach auch... Ja, es gibt ja Spiele, also es gibt unterschiedliche Argumentationen. Also manche Spieler, die sagen halt, Mensch, Weihnachten, da habe ich endlich mal frei, da kann ich endlich mal richtig zocken. Und wenn ich doch jetzt Zeit habe und es ist ja ein Kriegsspiel, dann möchte ich natürlich auch Krieg spielen. Das ist so die eine Fraktion, sag ich mal. Und die andere Seite ist ja das eben, dass die Leute sagen, Mensch, Weihnachten, da habe ich mal frei, da möchte ich jetzt mal Pause von dem Spiel haben. Wir sitzen sonst genug vor dem Computer und da möchte ich endlich mal Zeit haben, auch für die Familie. Ja, diese zwei Fraktionen, die treffen jetzt natürlich aufeinander. Dann sagt nein! Ja, es macht das Ganze natürlich spannend. Es kann dann passieren, dass man eben einen Angriff macht und der andere schreibt dann zurück, ja, warum greifst du mich an? Es ist doch Weihnachtsfrieden. In der Weihnachtsbeck, ja, genau. Ich glaube, das ist halt einfach so halt die Sache halt. Also ich meine, die bekriegen sich ja jetzt, aber ich würde also aus meiner Sicht heraus, würde ich es gut finden, wenn zum Beispiel da zumindest über die Feiertage einfach gesagt wird, okay, probieren wir da mal so ein bisschen Waffenruhe, sagen wir, Leute, chillt mal eine Runde. Wir chillen einfach beide auf beiden Seiten halt einfach und machen einfach was mit der Familie und danach können wir gerne irgendwie noch sagen, lasst uns gegenseitig die Köpfe weiter einschlagen. Also im Spiel halt, nicht natürlich im wahren Leben. Also einfach nur im Spiel, sich gegenseitig halt ein bisschen halt hin und her belaufen. Macht es doch gerne dann, also wenn ihr darauf Lust zu habt, aber lasst so einfach bitte die Feiertage. Weil ich finde es einfach auch wichtig, weil ich denke halt einfach auch, Familie ist auf jeden Fall auch wichtig. Je mehr wir mit der Familie verbringen können, ist schön. Und wenn wir das halt zum Beispiel irgendwann nicht mehr können, dann denken wir uns, scheiße, wir können diese Zeit mit der Familie einfach nicht mehr verbringen. Und dann denken wir vielleicht manchmal daran zurück und denken, hätten wir noch mehr Zeit mit der Familie einfach verbracht. Also du kannst ja immer mehr Zeit mit der Familie verbringen. Und dann wird man traurig und weinen. Ja, der Account, der läuft auf jeden Fall nicht weg. Also da passiert nichts, wenn man mal ein paar Tage nicht spielt. Oder GGE gibt uns alle eine Gratistaube. Bin dabei. Ich nehme welche für 2 Wochen, 3 Monate, 7 Tage. Eine Runde Weihnachtstauben, wer sie nicht haben will, der darf sie ja runterreißen. Und das sind dann die Leute, die Krieg spielen wollen, alle, die keine Taube haben, die können dann halt Angriffe machen aufeinander. Okay, wir hatten ja jetzt noch ein bisschen was halt, weil ich sehe gerade von der Zeit, wir reden ja auch schon relativ lang, ist auch, denke ich mal, ein großes Thema, könnt ihr auch bestimmt unten in den Kommentaren, könnt ihr auch ganz viel drunter schreiben und könnt sagen, ja, gut, nicht gut, Dings da, keine Ahnung was, ich finde euch alle scheiße oder sowas. Könnt ihr alles an die Kommentare schreiben, bitte nur nicht beleidigend gegen einen von den beiden Kriegsgegnern, gegen mich oder gegen die Elber, die, also sprich die Susi. Sonst könnt ihr meinetwegen alles da gerne halt irgendwie runterschreiben. Oder gleichgültig dein, halt. Du bist hässlich und deine Haare stinken nach Bratfett. Ja, oder Drecksfütze könnt ihr auch schreiben oder so, aber nur nicht gegen halt die Gegner, wie gesagt, also von nicht Line-Up und auch nicht gegen die Olymp-Familie.
Aber halt auch nicht sonst. Also bitte halt da so ein bisschen gechillter halt, ne? Wenn es geht halt. Aber ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich bin da relativ zuversichtlich, weil meine Community weiß, wie man als Einhorn richtig kotzt. In Regenbogenfarben! Nein! Nein. Nein! Okay, aber es gibt ja noch die Gerüchte, von denen du auch noch erzählt hast. Du hast ja davon erzählt, dass es gerüchtemäßig auch noch was gibt. Also, ja, ich habe eben gehört, das habe ich ja letzte im Livestream schon angesprochen. Es wäre ja jetzt natürlich schön, ne, also in diesem Sinne, wenn wir dieses Thema mit Weihnachten so beleuchten, wenn halt da eben mit Olymp und Rosalind auch Frieden einkehren könnte. Jetzt habe ich aber gehört, dass es nur Frieden geben wird oder Frieden geben soll, gerüchteweise, wenn eben Bruno Leute aus der Poseidon rausschmeißt. Ja, das ist jetzt natürlich sehr fragwürdig, diese Forderung, weil es hat ja eigentlich mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Also ich würde mir nicht vorschreiben lassen, welche Leute ich in meiner Allianz haben darf und welche ich raussetzen muss, weil so in so einem Spiel, da entstehen ja Freundschaften. Es sind soziale Bindungen, es ist eine Zusammenarbeit in der Allianz. Man kennt sich schon eine Zeit lang, man hat vielleicht da schon nächtelang zusammen auf dem TS gesessen und zusammen irgendwelche Events geklopft oder sowas. Und dann soll man die Leute raussetzen. Das ist jetzt was, was weit über das Spiel hinausgeht, finde ich. Aber ist halt, wie gesagt, gerüchteweise. Ich werde es auch vorhin nochmal ankündigen, ganz kurz mit einem ganz kleinen Dings da, gerüchteweise oder sowas halt. Das bedeutet, es gibt dafür keine Quellen. Ich habe dafür keine Quellen und ich werde auch keine Quellen jetzt auftischen und werde sagen, hier, da ist eine Quelle oder so. Das bedeutet, gerüchteweise von der Elverdin. Wichtig. Mit dazu halt. Also das bedeutet, es ist nichts, was spruchreif ist. Das ist ganz wichtig. Ich denke, ja, bei Ecto im Video, da hat irgendjemand, da hat, ach nee, nicht irgendwer, da hat die Elverdin auf jeden Fall gesagt, dass Bruno nur neutral kriegt, wenn er das Spiel rausschmeißt, so ungefähr. Aber ja, das ist auf jeden Fall wahr. Nein, ich habe dazu keine Quellen. Ich habe von Elverdin keine Quellen. Das bedeutet, es ist einfach nur ein Gerücht. Also bitte behandelt Genau, es auch das so. habe ich so gehört, eben gerüchteweise, ne, was man sich so erzählt eben. Okay, also wenn es gerüchteweise sowas gibt, ist das, denke ich mal, auf jeden Fall Kacke. Aber das sollten trotzdem die Leute halt für sich ja selbst klären, weil das sind nämlich alles erwachsene Menschen, die da spielen. Also ich glaube, die meisten, sagen wir so. Aber ich denke mal, alle, die auf jeden Fall in der Führung spielen, sind, denke ich mal, alle über 18, also sind in dem Sinne schon erwachsen. Ich glaube auch strafmündig und so weiter halt und bla bla bla. Von daher denke ich mal, die können es auf jeden Fall auch alleine klären. Also ich meine, da müssen sie jetzt nicht unbedingt, dass wir hier jetzt hier groß hier hin und her spekulieren. Aber meine Bitte einfach, Feiertag und seid einfach bei der Familie und spielt einfach weniger. Bitte. Ja, gut, Straftat ist es ja wahrscheinlich Bitte! keine, aber du meinst wahrscheinlich die Geschäftsfähigkeit. Ja. Manchmal sollte man es nicht meinen, dass die Leute ja wirklich schon halt mündige Bürger sind. Manchmal ist es echt wie so ein Kindergarten. Aber okay, das ist halt, das bringt das Spiel so mit sich. Das ist auch was Good Game ausmacht, so ein bisschen, ne? So dieser Kitzel, dieses, was da so einfach gefühlsmäßig abgeht und sozial auf der sozialen Ebene, dieses, ja, gegenseitig sich anstacheln und Rachegefühle haben und Rachegefühle befriedigen und diese Machtgelüste und dann wieder das Verhandeln und sich Alliierte suchen und sich stark fühlen. Das ist ja so also ganz auf dieser Gefühlsebene, dieses Klicky-Bunti, ne? Das Spiel ist ja eigentlich ganz simpel konstruiert, aber was da so unterschwellig alles abläuft, das ist ja das, was eigentlich so den Reiz ausmacht. Das Clicky Bunti. Gut, diese roten Farben und diese grünen Farben. Wir wollten übrigens irgendwann noch über Farben reden, aber ich weiß nicht, ob wir das überhaupt jedes Mal dieses Jahr überhaupt noch hinkriegen. Dann reden wir für nächstes Jahr über Farben, gibt es eh wieder neue Farben. Ja, das stimmt. Das hatten wir mal geplant, so die Bedeutung von Farben innerhalb von Good Game. Da können wir mal noch ein Video dazu machen. Ja, Das haben wir aber ganz spoiler nicht wieder aus den die. Augen verloren, ne? Spoiler nicht einfach das ganze Thema, ansonsten nimmt uns das irgendjemand weg und wir können einfach nur hinterher spoilern.
Obwohl, das wäre auf jeden Fall auch gut, wenn jetzt schon jemand ein Thema vormacht. Dann kann ich nämlich sagen, XYZ hat gesagt, hat schon über Farben geredet und wir diskutieren es einfach nochmal mit unseren eigenen Meinungen über die Farben von Woodgame Empire. Das ist gut, aber dann können wir den auf jeden Fall auch noch mit irgendwo mit rein spoilern oder der dir und können sagen, hier, jemand über Farben geredet. Farben! Du machst jetzt einfach überall einen Piep drüber, dann bleibt es unser Geheimnis. Nein, nein, nein. Okay, ich denke mal, wir können aber hier auf jeden Fall schon mal Schluss machen. Ich werde gleich auf jeden Fall noch die Türchen öffnen am Ende der Sendung. Wie gesagt, meine Bitte, also was ich halt einfach gerne halt hätte, halt, sage ich auch ganz offen und ehrlich, was meine Meinung ist auch. Kriegsspielen, ja, gut und gerne. Über die Feiertage, wenn zum Beispiel wirklich halt sowieso, wenn wirklich halt Familienfeste einfach anstehen, zum Beispiel halt jetzt auch. Heiligabend, ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag. Bitte lasst oder wäre meine Bitte oder auch würde ich es gut finden, da zum Beispiel nichts zu dem Spiel mäßig zu machen, halt auch kein Kriege oder sowas. Und ja, danach könnt ihr gerne Krieg führen halt. Aber das würde ich zum Beispiel halt, also wäre einfach halt so eine, würde ich hier sogar als Bitte hier einpacken und euch schenken halt. Bitte. Oder, aber es wäre auch so ungefähr halt, oder ein Wunsch, oder ist auch Zerg auch meine Meinung? Ach, schön gesagt. Ja, genießt das Leben auf jeden Fall. Habt Spaß, womit auch immer. Okay, wenn ihr dazu auch gerne was sagen wollt, könnt ihr gerne halt was unten in die Kommentare schreiben. Könnt auch gerne ja, das Video positiv oder negativ bewerten. Könnt auch, wenn ihr ganz super seid, auch noch ein Abo da lassen. Ich mache, wie gesagt, nachher, also jetzt gleich jetzt noch die Türchen auf und die Susi kann jetzt schon mal auf Wiedersehen sagen. Ja, ich wünsche euch alles Gute, schöne Feiertage, falls wir uns nicht mehr hören und bis bald. Tschüssi, eure Susi. Hallo und herzlich willkommen zum 18. Türchen hier. Yay! Wieso gehst du jetzt eigentlich in die Burg rein? Geh aus der Burg wieder raus. Ich werde heute jetzt die letzte, und bezüglich die letzte Woche, die jetzt angebracht ist, werde ich jetzt jeden Tag einfach 5 Geschenkpakete raushauen. Damit, also, weil ich habe geguckt, es gibt halt noch, also bis jetzt sind gerade in der Liste gerade noch 30 Leute drin. Das bedeutet, bei 30 Leuten, wenn ich da 7, 5, habe ich sogar noch mehr Geschenke, die ich noch rausgeben kann, auch noch am Ende. Das bedeutet, ihr könnt euch jetzt noch anmelden, halt zum Beispiel sagt, hier, ich möchte gerne noch ein Geschenkpaket, also zum Adventskalender, weil, das wollte ich vielleicht auch kurz nochmal zeigen, wenn ich hier schon irgendwie das noch kurz erkläre. Ich nehme hier, zähle es mal kurz hier, ich habe nämlich noch 141 Geschenkpakete. Die möchte ich natürlich alle im Groben und Ganzen natürlich auch loswerden. Und daher werde ich jetzt natürlich auch einfach 5 Geschenkpakete pro Tag einfach rausballern, damit ich die auf jeden Fall, falls das nochmal wieder neue dazukommen, ich auf jeden Fall alle, die sich jetzt gemeldet haben, ihr kriegt auf jeden Fall alle Geschenkpakete. Die sich jetzt noch zusätzlich melden, ich probiere so viele, wie gesagt, die 141 Geschenkpakete, wenn ich die jetzt natürlich in dieser nächsten, also jetzt in dieser Woche halt rauskriege, wäre das natürlich super. Würde ich mich freuen. Dann sind sie auf jeden Fall weg. Yay! Also von daher, ihr könnt euch gerne noch melden. Die Liste ist, ja, Platz ist noch da und ich probiere wirklich halt jetzt alle Geschenkpakete halt, also bezüglich alle, die sich halt melden, die Geschenkpakete halt raus, bezüglich all meine Geschenkpakete halt wegzuschenken, dass ich irgendwann keine Geschenkpakete mehr habe. Das war ja der Sinn daran. Ja, komischer Sinn. Wie kann man nur so einen Sinn haben? Okay, der erste, für den sich das Türchen öffnet, ist Insentox YT auf jeden Fall. Insentox ist spielt bei Legend Zack LOI. Moin Moin, Türchen 18 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket LG Cirrus. Okay, und Geschenke, weil hier gerade noch die Samurai da sind, kriegst du einfach ein paar Samurai-Ram. Dann sind die auf jeden Fall auch weg. Zum nächsten. Der oder die nächste wird sein, für die sich jetzt gleich ein Türchen öffnet, ist. Lady LY. Lady LY ist ehrenvoll und spielt bei CCC Lost Souls. Moin Moin, Türchen 18 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket LG Ziros.
Ja, da gebe ich auch noch ein paar Rammen. Sind ja gerade die Samurai da. Und die Person Nummer 3, für die sie jetzt ein Türchen öffnet, ist der Babo Ritter. Der Babo Ritter spielt bei Roy Horner. Horner? Ah ja. Moin Moin, Türchen 8 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket LG Cirrus. Ja, dann geben wir dir auch noch die letzten 30 Rammen, die wir auf jeden Fall noch haben. Von der Samurai. Und der oder die vierte, für den sich jetzt ein Türchen öffnet, ist I'm Paddy. I'm Paddy spielt bei Roy Apollon. Apollon. Apollon? Moin Moin, der Türchen 18 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket LG Cirrus. Ja, schauen wir doch mal fix, ob ich hier noch ein bisschen Samurai. Ich glaube, ich habe hier bestimmt noch Samurai-Werkzeug. Jo, hier. Nimm Samurai-Werkzeug mit. Wenn die Samurai schon da ist. Und der oder die letzte ist heute Tommy HD YouTube. Tommy HD YouTube spielt bei Warside 6NG. Moin Moin, Türchen 8 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket LG Cirrus. Na, ja, die kann ich doch bestimmt auch noch ein bisschen Samurai-Sachen irgendwie unterjubeln. Hier. Nimm sie mit. So, das war's auch jetzt schon. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr, wie gesagt, gerne meinen Kanal abonnieren, kommentieren, liken, was auch immer, wozu ihr gerade Lust habt. Oder euch natürlich noch für den Adventskalender melden. Ich habe noch ein paar Geschenkpakete, möchte ich auch noch gerne alle so groß, so gut es geht, halt auch noch irgendwie halt raushauen bis Weihnachten. Von daher meldet euch gerne, wenn ihr darauf Bock habt. Wenn ihr sagt, nee, für ein Geschenkpaket rentiert sich das überhaupt nicht, hau ab. Auch okay. Kein Problem. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Montag jetzt und bis zum nächsten Mal, sagt der Ecto Wolle. Ciao.